Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Dirata. So, wir sind hier das letzte Mal aufgewacht unter ziemlich mysteriösen Umständen. In irgendeiner Krankenstation, wie es scheint, in dem Koltotank waren wir. Und als wir noch da drin gelegen haben, hat uns jemand zugerufen, dass wir erwachen sollen. Wir wissen aber nicht, wer das war. So, und übrigens, weil ich mich gerade hier nochmal befinde, wir können auch jederzeit zum Koltotank zurückkehren und uns dort heilen, ist ja schließlich unsere. Allerdings ist das gerade nicht nötig, von daher wenden wir uns mal ab. Ja, und um jetzt Licht ins Dunkel zu bringen, müssen wir mal ein bisschen den Bereich erkunden. Aber hier sind noch andere. Haben alle eine Uniform an, wie es scheint. Naja, um die können wir uns gerade nicht wirklich kümmern, von daher werden wir mal fortsetzen. Ja, das habe ich schon gesagt. Tür auf. Was haben wir hier? Ein Leichenschaus. Ja, gehen wir da mal rein. Ist gesperrt, okay. Hm, die Tür dort ist ziemlich kaputt, sieht zumindest so aus. Von daher gehen wir mal hier rein, in die Tür. Na? Okay, das könnte... Ja, das ist wahrscheinlich irgendein Büro vom Arzt, wahrscheinlich. Krankenstationsbehälter, was sagst du? Ja, Medikits, das ist erstmal sehr, sehr gut. Haben wir wenigstens ein bisschen was, mit dem wir was anfangen können. So, das ist eine Laborstation, das ist das Gegenstück zur Werkbank, also für Chemikalien und medizinische Ausrüstung gedacht. Naja, aber hier haben wir einen medizinischen Computer. Vielleicht kriegen wir dort ein paar Daten raus, was passiert ist. So, wir haben Zugriff auf medizinische Logs zum Beispiel. Untersuchen immer noch die Überlebenden des beschädigten Frachters. Er trägt den Namen Eben Hawk. Nur ein Überlebender, zur Genesung in den Koltotank gelegt. Die Schäden am Schiff lassen darauf schließen, dass es an einer Schlacht teilgenommen hat. Keine Hinweise darauf, wer es beschossen hat. Konnten vom Navigationscomputer nicht viel erfahren. Erstaunlich, dass das Schiff ohne die Asteroidenkarten überhaupt in das Asteroidenfeld von Peragus gekommen ist. Neben dem einzigen Überlebenden konnten wir noch eine alte Frau bergen. Keine Lebenszeichen. Außerdem befanden sich ein Protokolldruide und ein Astromech-Druide an Bord. Habe beide zum Wartungsteam geschickt, während das Sicherheitspersonal die übrigen Gegenstände auf dem Schiff überprüft. Der Astromech-Druide, eine T3-Einheit, konnte das Schiff notdürftig reparieren, damit es zur Kolonie fliegen kann. Wir sind bereit. Gut, damit haben wir erstmal den Hintergrund erfahren. Die alte Frau, die hatten wir schon in der Haut von T3 gesehen. Lag da ziemlich tot am Boden rum. Hm, ja, nächstes Log. Könnte ein Jedi sein. Aber sicher wissen wir das erst, wenn wir Nachricht von der Republik erhalten. Falls es stimmt, wäre das eine Erklärung für die schnelle Genesung. Aber ich mache mir Sorgen, dass es Ärger geben könnte, wenn wir einen Jedi hier haben. Einige Arbeiter, vor allem Korta, fangen schon. Heute ein weiterer Unfall, eine Explosion in den Lüftungsschächten. Wären die Notsysteme nicht aktiviert worden, wäre die ganze Anlage zerstört worden. Konnte die meisten Verletzten rechtzeitig zu den Koltotanks bringen. Für den Rest kam jede Hilfe zu spät. Einer der Verwundeten sagte, ein Droide hätte den Unfall ausgelöst. Aber wir konnten keine Einzelheiten in Erfahrung bringen. Ein Droide hätte den Unfall ausgelöst. Und sie haben Protokolldroiden an Bord der M-Hawk gefunden, wenn ihr euch erinnert. Da waren Droide aus dem Frachtraum gestiefelt, den wir untersucht hatten. Naja, aber eine Explosion in den Minenschächten, das erklärt dann die ganzen anderen Menschen in den Koltotanks. Naja, nächster Log. Arbeiter über den Jedi. Eine Reihe von Droiden verhalten sich merkwürdig. Nicht einmal eine Löschung ihres Speichers scheint das Problem zu beheben. Es gab noch eine Explosion in einem der Treibstoffventile, an dem die Droiden gearbeitet haben. Wir haben einige von ihnen deaktiviert und zur Wartung geschickt. Aber wir behandeln immer noch die Plasmaverbrennungen. Steht uns die Hälfte des Personals zur Verfügung. Durch die Fehlfunktionen der Droiden wird die Telos-Lieferung diesen Monat vielleicht nicht rechtzeitig fertig. Zum Glück hat die Explosion keine Notverriegel. Warnung! Treibstoffexplosion in den Minenschächten. Die Anlage wird abgeriegelt. Alle Mitarbeiter in die Quartiere. Bereit machen für Aktivierung der Notbelüftung. Nein, wenn die Lüftungssysteme nicht funktionieren, evakuiert die Krankenstation. Schnell, wir müssen alle hier raus. Okay, hier gibt's ziemlich ungewöhnliche Vorkommnisse. Daraus wird man jetzt noch nicht so richtig schlau und... Aber es ist schon beunruhigend. Zugriff auf Hauptkonsole. So, Patientenlebenszeichen. Hm. Verstorben. Ja, Koltotank 3, das waren wir. Der Rest ist alles verstorben. Zugriff auf Patientenbehandlung. Hm. Behandlung. Alle Patienten werden wegen schwerer Plasmaverbrennung behandelt. Die letzte Behandlungsanfrage führte zum Tod aller Patienten, mit Ausnahme von Patient 3, der minimale Lebenszeichen zeigt. Das heißt, dass man sie getötet hat. Wahrscheinlich. Wir haben Verletzungen, Heilfertigkeiten und überprüfen daher nochmal die letzte Behandlungsanfrage.
Eine tödliche Dosis Sedativa wurde allen Tanks verabreicht. Es gibt keine Aufzeichnung, wer die Behandlung angeordnet hat. Das ist mysteriös. Ziemlich mysteriös. Und wir können aber eine Behandlungsanfrage suchen. Ach, nicht genügend Sonden. Okay. So, Patientenbehandlung hatten wir damit auch. Ja, dann greifen wir mal auf die Funktion zu. Und... ja, unser Koltotank. Seltsam, die Kamera ist auf den Koltotank ausgerichtet, aus dem du entstiegen bist. So, Leichenschauskamera. Ja, da liegt die alte Frau rechts und da noch irgendjemand. So, Tür zum Leichenschauhaus öffnen. Das machen wir gleich mal. So, dann können wir damit jetzt nämlich erkunden. Ich meine, die alte Frau war auch an Bord der M. Hawk. Heißt im Klartext, dass wir auf ihr vielleicht Hinweise finden. So, Computerkenntnisse. Wir können auch noch die Tür zum medizinischen Lager öffnen. Wunderbar. Kommt uns sehr gelegen. Medizinisches Inventar haben wir hier. Okay. Laborstation, wie ich schon gesagt habe. Gut. Dann können wir uns im Prinzip abmelden. Erstmal das medizinische Lager untersuchen. Krankenstationscontainer. Ach ja, Chemikalien. Damit können wir da was herstellen, wenn wir uns lustig sind. So, Krankenstationscontainer. Dankeschön. So, aber da wir gerade... ja, gut Medikits gefunden haben, behalte ich mir mal die für später auf. Mal sehen, was alles noch kommt, man weiß es ja nicht. So, von daher, oh Gott, da ist echt die alte Frau. Werden wir uns mal den Leichen zuwenden? Nee, die sieht echt tot aus. Naja, was sagt er hier? Noch eine Leiche. Ein Plasmabrenner, den können wir vielleicht dazu benutzen, um die Tür dort aufzuhaken. So, dann nehmen wir den mal. Wow. Habt ihr unter den Toten gefunden, was ihr gesucht habt? Ich dachte, ihr wärt tot. Ja, das dachten wir wirklich, aber eure Stimme, ich hörte sie, als ich im Koltotank war. Ah, dann war sie das also. Ja, dann fragen wir erstmal das, das ist... ja, aufschlussreicher. Ja, das hatte ich gehofft. Ich habe zu lange geschlafen und konnte nicht aufwachen. Vielleicht habe ich unbewusst um Hilfe gerufen. Und eure Gedanken konnten die meinen empfangen. Oder seid ihr in solchen Dingen geschult? Bleibt in Zukunft aus meinem Kopf. Was wollt ihr? Habt ihr zu lange geschlafen? Ich dachte, ihr seid tot. Okay, ja, ich mag's nicht, wenn Leute in... Gedankenbeeinflussung ist... heikles Thema, von daher... bleibt in Zukunft aus meinem Kopf. Was wollt ihr? Ich bin Kreia. Und ich habe euch gerettet. Genau wie ihr mich. Erinnert ihr euch, was passiert ist? Um ehrlich zu sein, nein. Ich erinnere mich nur, dass ich an Bord eines Schiffes der Republik war. Die Harbinger. Was ist passiert? Okay, ein weiterer Hinweis. Allerdings ist die Harbinger nicht die Eben Hawk. Sollte klar sein. Ja, was ist passiert? Euer Schiff wurde angegriffen. Nur ihr habt überlebt. Ohne Zweifel, weil ihr eine Jedi-Ausbildung genossen habt. Okay, aber ich bin kein Jedi. Definitiv nicht. Also, Leute, die da meine Meinung kennen, ich bin kein Jedi. Eure Haltung, euer Gang, sie entlarven euch als Jedi. Aber ihr scheint eine schwere Last auf euren Schultern zu tragen. Ich würde nicht sagen, dass sie das was angeht. Ich meine, eben noch tot und jetzt fragt sie uns schon über unsere Lebensgeschichte aus. Die Jedi-Orden und ich, das ist eine lange Geschichte. Das geht euch überhaupt nichts an. Reden wir über das jetzt. Was ist das für ein Ort? Gut. Ich weiß es nicht. Während ich schlief, war ich von der Welt abgenabelt. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir unsere Umgebung erkunden. Das Schiff, auf dem wir angekommen sind, muss noch hier sein. Wir sollten damit von hier fliehen. Aber warum sollten wir fliehen? Naja, wir haben ja schon die medizinischen Logs überprüft und die waren ziemlich beunruhigend. Aber wir fangen trotzdem an, mal sehen, was sie dazu sagt. Wir wurden bereits einmal angegriffen und ich fürchte, unsere Angreifer geben nicht so bald auf. Ohne Transportmittel, Waffen und Informationen sind wir eine leichte Beute. Okay, da hat sie aber recht. Ja, also müssen wir was dagegen unternehmen. Ja, wir werden sehen. Irgendjemand muss doch hier noch am Leben sein. Ich suche jetzt unser Schiff und ein paar Waffen. Okay, wir fragen erstmal, was sie dazu meint, ob hier noch jemand am Leben ist. Vielleicht solltet ihr auch nach Kleidung Ausschau halten, damit ihr einen guten Eindruck hinterlasst. Definitiv. Überreden, ich habe mich auf Überreden geskillt, aber es ist vielleicht ein Versuch wert. Ja, bevor ich gehe, die Patienten auf der Krankenstation wurden mit einer Überdosis Schlafmittel getötet. Wisst ihr etwas darüber?
Die Minenarbeiter auf der Krankenstation wurden ermordet. Wisst ihr warum? Nein, wir fragen erstmal das Erste. Darüber weiß ich nichts. Oh. Ja, wie gesagt, nicht drauf geskillt. Ja, ich komme bald wieder, um nach euch zu sehen. Hm. Ich überlasse es euch, diesen Ort zu erkunden. Ich bleibe hier und versuche, meine Mitte zu finden. Helle Seitepunkt erhalten. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg zur hellen Seite getan. Heldenhafte Taten und freundliche Antworten werden dich weiter zur hellen Seite der Macht und ihren Mysterien führen. Grausame und egoistische Taten führen unweigerlich dazu, dass du der dunklen Seite verfällst. Ist mir mehr oder weniger, na, nicht vollkommen egal, aber ich werde da nicht drauf achten. Wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, das ist natürlich auch eine nette Formulierung, aber ich werde meinen eigenen Weg gehen, individuelle Entscheidungen treffen und nicht nach helle dunkle Seite gehen. So. Ja, aber damit haben wir jetzt erstmal was, womit wir was anfangen können. Wir brauchen Schiff, Ausrüstung und Waffen. So, und um das zu bewerkstelligen, müssen wir uns erstmal, ja, hier umsehen. Wir hacken mal eben die beschädigte Tür auf. Oh, trifft doch. Also, das glaube ich jetzt nicht. Danke, geht doch. So. Mein Gott, hier muss ja wirklich irgendwas passiert sein. Übrigens, die Ego-Ansicht, man hat es eben gesehen, naja, nicht wirklich gesehen, aber ich habe versucht, in die Ego-Ansicht zu gehen. Ego-Ansicht geht nicht, wenn wir eine Waffe gezückt haben. Also jetzt geht's wieder. Wenn ich die Waffe gezückt hätte, dann nicht. So, aber hier gibt's eine Leiche. Mit einer Vibro-Klinge. Kaputten Droiden, mein Gott, was ist hier passiert? Gut, Droiden-Deflektor bringt uns gerade relativ wenig. Wir sind schließlich kein Droide. Aber wo geht's da lang? Notverriegelung aktiviert. Turbolifte wurden isoliert, um die Explosion einzudämmen. Gut, dann bleibt uns mehr oder weniger nur noch ein einziger Weg offen. Ja, ich rüste mal eben die Vibro-Klinge aus. Im Übrigen hat man hier in diesem Spiel eine nette kleine Sache eingebaut. Und zwar haben wir zwei Slots für die Waffen. Konfiguration 1 und Konfiguration 2. Die können wir jederzeit wechseln. Das geht auch über einen Button dann im Spiel. Der befindet sich. Mal sehen, ob ich ihn jetzt finde. Genau da. Ist relativ nützlich. Wenn wir im späteren Verlauf dann mehr Waffen haben, wo sich das dann auch lohnt, können wir zum Beispiel eine Nahkampfkonfiguration machen und eine Fernkampfkonfiguration, womit wir dann einfach nur hiermit dann umschalten können. Naja, aber für jetzt sollte es die Vibro-Klinge gut tun. Oh Gott, und wir haben unsere ersten Gegner. Beschädigter Minendroide und beschädigter Minendroide. Gut, dann müssen wir mal uns jetzt gegen sie wehren. So. Moment, so. Ihn hier können wir auch noch anklicken. Ich meine, wie die Kämpfe funktionieren, wurde ja schon erklärt. So, die sind keine Gefahr mehr. Hm, was hast du? Nix. Du auch nix? Oh, wie es einfach... Wie es einfach mysteriös ist. Naja, da gibt es aber Überreste. Übrigens, ob es Überreste gibt, wird immer nach Zufall entschieden. Da haben wir gerade einen Minenlaser gefunden. Das war, glaube ich, ja... vorgegeben, dass man den findet, damit man auch eine Fernkampfwaffe für den Anfang hat. Aber im späteren Verlauf bei so Standardgegnern wird immer der Zufall entscheiden, ob sie uns was hinterlassen oder nicht, glaube ich zumindest. Gibt natürlich auch Endgegner, was weiß ich, wo dann fest bestimmt ist, dass sie uns das und das hinterlassen. So, damit auch ein Bereich mal wieder aufgeklärt. Zur nächsten Tür. Jupp, wieder ein paar Droiden, die uns ans Leder wollen. So, aber das ist wirklich mysteriös. Ich meine, die Minendroiden sollten doch eigentlich dafür da sein, in den Minen zu arbeiten und den Arbeitern zu helfen und nicht sie umbringen. Ich meine, sonderlich gesund sieht der da nicht aus. Naja, hier gibt's aber nichts mehr. Das heißt, dass wir uns auch mal in den nächsten Raum aufwagen. Beziehungsweise, nö, ich bin schon wieder fast am Ende. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äußerst mysteriöser Anfang hier. Also, das nächste Mal werden wir uns weiter mit der Erkundung aufmachen. Vielleicht finden wir ja da mal ein paar Hinweise darauf, was passiert ist. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dann.